So, hallo zusammen, guten Abend. Ich bin der Dragon Rider 124, it's me, Dragon Rider 124, whatever. Kurzer Motovlog, für schnell Merci zu sagen. Merci für über 100 Subscriber auf YouTube. Thank you very much, guys. Thanks for 100 Subscribers on YouTube. Ja, was soll ich sagen? Sehr geehrt davon, dass mittlerweile gleich ein paar Leute mir folgen. Es ist toll, das zu sehen, als es so ankommt. Ich bin wirklich freut, wenn ich sehe, dass viele Leute kommentieren, was ich so mache. Und auch, ja, dass ich einfach die Rückmeldung bekomme. Das ist einfach super schön. Merci vielmals. Thank you very much, guys. Thanks for following me. Thanks for liking my videos, commenting, everything. I'm sorry that I'm not doing motovlogs in English. I could, but yeah, whatever. I stick to Swiss German because that's just, yeah, something more unique, and it's more me, it's more authentic. Yeah, that's why. Whatever, thanks a lot for following me, for watching my videos. I mean, I'm not only doing motovlogs, I'm also doing some track stuff and some testing of new bikes on tracks if I can. So here we go, that's different content and stuff you get from me. Okay, ja, also, was könnt ihr in Zukunft von mir erwarten? Ich mache so weiter mit diesen Motovlogs. Ich möchte sie aber schon ein bisschen professioneller machen in Zukunft. Das heisst jetzt noch nicht unbedingt gerade bei den nächsten 2 oder 3. Die Idee wäre, dass ich mir nächstes Jahr eine zweite GoPro hole, dass ich ja, ein bisschen dynamischer kann filmen kann, dass ich auch mal ein Video machen kann, wo man kann hin und her wechseln kann, zum Beispiel, wo der First Person hat, wie ihr nicht gewohnt seid, und oder vielleicht auch mal gesehen, eine Kamera, die gegen hinten filmt, oder eine, die das Bein oder weiss ich nicht was filmt. Dass man dort ein bisschen mehr Abwechslung hat, auf jeden Fall, und ein bisschen mehr Dynamik. Das ist etwas, was ihr könnt erwarten. Plus, ich habe ein kleines Intro kreiert, das nicht allzu, ja, das ist nichts Grossartiges. Aber das werdet ihr in Zukunft vor den meisten der Videos sehen. Hauptsächlich auf jeden Fall bei den Motovlogs. Und ja, das blenden wir euch genau jetzt ein. Viel Spass!